Herr Professor Werner, Sie sind heute extra aus England nach Österreich gereist für eine Bürgerversammlung zum Thema wirtschaftliche und politische Folgen des Brexit. Sie sind ein in England relativ bekannter Wissenschaftler aus dem Finanz- und Wirtschaftsbereich und aus dem Bankenbereich, dem internationalen Bankenwesen. Und Sie sind einer derjenigen gewesen an gewichtigen Stimmen in England, die vor der Brexit-Abstimmung für den Brexit eingetreten sind, und zwar in erster Linie aus ökonomischen und finanziellen Gründen. Dürfte ich Sie bitten, kurz zusammenzufassen, welche Gründe es sind, warum Sie diese Einstellung haben und wie Sie auch die Zukunft in wirtschaftlicher Hinsicht beurteilen, sowohl in England selber nach dem Brexit, als auch für andere Staaten, die jetzt noch Mitglieder der EU sind, wenn sie die EU verlassen? Also es gibt eine ganze Reihe von guten Gründen für Großbritannien, nicht in diesem Club der Europäischen Union dabei sein zu wollen. Es würde ja erstmal bei den Pro-EU-Befürwortern sehr viel mit Angst gearbeitet. Diese Ängste sind aber nicht begründet. Das heißt zum Beispiel, ja, wenn man nicht in der EU ist, dann kann man nicht als im Handel, internationalen Handel aktiver Staat überleben. Tatsache ist aber, es gibt eine ganze Reihe von wichtigen Handelsstaaten, die auch sehr erfolgreich exportieren, die nicht Teil der EU sind und denen geht es trotzdem sehr gut, wie zum Beispiel Japan oder China oder eine ganze Reihe von anderen Staaten. Also es ist ganz klar, dass das keine Voraussetzung ist. Dann heißt es auch, man kann zum Beispiel nicht mehr von Brüssel Subventionen erhalten. Es werden ja doch einige Regionen unterstützt, Randregionen und so weiter in allen Ländern. Bei Großbritannien ist es aber so, dass die EU-Gelder niemals in Großbritannien angekommen sind, weil sie nämlich in Euro bezahlt werden und Euros müssen in den europäischen Banken bleiben. Das sind die Regeln des internationalen Bankwesens. Es wird natürlich dazu führen, wenn die Euros dann ausgetauscht werden im Pfund, dass dann kommt es zur Bankkreditschöpfung der britischen Banken vom Pfund. Aber wenn wir nicht genug Pfund haben, dann können wir die in Großbritannien selber schöpfen. Wir haben nämlich Banken und auch eine Zentralbank. Mit anderen Worten, das kann ja wohl auch kein Grund sein, bei diesem Club dabei zu sein. Jetzt ist aber so, dass eine ganze Reihe von EU-Maßnahmen sehr viel Angst und Befürchtung tatsächlich in Großbritannien ausgelöst haben. Wie zum Beispiel die Politik der EU, die Grenzen zu öffnen, insbesondere bezüglich bestimmter Länder, nach Afrika und nach Mittleren Osten werden die Grenzen geöffnet, während anscheinend Ukrainer, wo ja auch Krieg ist, nur weil sie christlich sind und europäisch aussehen, die dürfen nicht in die EU einreisen. Anscheinend, also ich habe das nicht genau untersucht, aber so kommt es einem sicherlich vor, denn man sieht ja keine Massen von Ukrainern. Das ist natürlich eine sehr befremdliche Politik und da fragt man sich schon, was steckt da dahinter. Denn Kriege hat es ja immer gegeben, leider. Aber anscheinend in den letzten Jahren war das also eine Immigrationspolitik, die sicherlich in Großbritannien nicht von der Mehrheit unterstützt wird. Und das ist auch, ich meine, Großbritannien hat ja schon einen sehr großen Anteil an relativ kürzlich zugewanderten Leuten. Die werden natürlich auch befragt und die sind da auch nicht dafür. Also das will eigentlich niemand. Und so geht es weiter. Also es gibt natürlich viele negative Bewegungen, die beobachtet werden. Die EU ist ja wirtschaftlich gesehen in den letzten, fast 10 Jahren schon eine Katastrophenzone, eine regelrechte Katastrophenzone durch die Politik der EZB, die also erst in Ländern wie Irland, Portugal und Spanien und Griechenland durch Bankkredit finanzierte Finanzblasen geschaffen hat, die dann immer natürlich zu Bankenkrisen führen, woraufhin dann es eine Rezession gibt, weil dann nicht genug Bankkredit in Umlauf kommt. Und die Rezession wurde aber dann von der EU wieder verschlechtert durch ihre sehr ungewöhnlichen Maßnahmen. Man braucht jetzt
Du musst den Gürtel gerade in der Rezession noch enger schnallen. Mhm. Arbeitslosigkeit steigt zu Rekordausmaßen an. Das sieht alles sehr, sehr negativ aus. Wer möchte in so einem Club noch dabei sein? Also meiner Ansicht nach sehr verständlich. Und wie gesagt, diese ganzen Negativargumente, wenn man sie genau untersucht, dann treffen sie nicht zu. Daher ist es nicht nur für Großbritannien sehr ratsam, sich nochmal zu überlegen, ob man da überhaupt dabei sein möchte. Die meisten Argumente treffen natürlich auf andere Länder genauso zu. Ich hatte schon damals, als die Krise in Griechenland ausgebrochen ist und Griechenland wirtschaftlich, aber dann auch auf andere Weise gedemütigt wurde, geraten, wir sollten mehr Solidarität mit Griechenland zeigen und alle gleichzeitig mit Griechenland aussteigen. Mhm. Und ökonomisch gesehen kann man das schon gut begründen. Man kann auch durch detaillierte Studien zeigen, also mit Daten, quantifizierbare Studien, kann man so zeigen, dass der Beitritt Großbritanniens in die EU nicht zu positiver Auswirkung auf das Wachstum geführt hat, sondern eher das Gegenteil. Und das scheinen die Tatsachen zu sein. Man müsste es eigentlich eher vergleichen mit der Situation um, wann war das, 1990, als die Sowjetunion auseinandergebrochen ist. Und wenn Sie da jemanden gefragt hätten von einem dieser Länder, die eben endlich frei werden konnten, sind Sie sicher, Sie wollen aus der Sowjetunion austreten? Wollen Sie da nicht lieber doch noch drin bleiben? Also den meisten war das relativ klar, nee, also schnellstens raus. Vielleicht können Sie erklären für die Zuseher dieses Interviews, welche Tätigkeiten Sie an der Universität und im Bankenbereich und auf welchen anderen Ebenen auch innehaben derzeit und einige Worte über Ihren Werdegang vielleicht sagen, damit man weiß, wer Sie sind. Also ich bin Professor der internationalen Bankwissenschaften an der Britischen Universität von Southampton, auch Direktor und Gründer des Zentrums für Banken, Finanzen und nachhaltiges Wachstum. Da besteht nämlich ein Zusammenhang. Für nachhaltiges Wachstum braucht man auch den richtigen Finanzsektor, der das fördert. Ich leite auch das Projekt in Großbritannien nach deutschem Vorbild. Das ist so eine Art Zwitter zwischen Genossenschaftsbanken und Sparkassen einzuführen, weil sich das eben gezeigt hat in Studien, dass ein kleinteiliges Banksystem, das insbesondere wie in Deutschland hauptsächlich aus genossenschaftlichen Banken besteht, die nicht unbedingt jetzt auf kurzfristige Profitmaximierung aus sind, um Aktionäre zu bedienen. Die können also langfristiger investieren und agieren, sind aber so kleinteilig, dass sie in die Städte und Dörfer sehr gut eingebunden sind, dass die also bessere Entscheidungen treffen über die Schöpfung und Verteilung des Geldes. Und das führt dann zu viel faireren Entscheidungen und auch zu nachhaltigerem Wachstum und stabilerem Wachstum ohne diese Boom-Bust-Zyklen, die wir in Ländern wie Großbritannien sehr oft beobachten. Das ist also ein sehr attraktives Finanzsystem, das führt auch zu weniger Ungleichheit, zu mehr Gleichheit wirtschaftlich. Und ja, wir führen das also ein. In Hampshire fangen wir an, mit der Hampshire Community Bank. Das ist also unter der Bezeichnung Community Bank, also Banken für die Gemeinschaft. Und ja, mein Hintergrund ist, also ich habe auch im Finanzsektor gearbeitet, war Chefökonom von der britischen Investmentbank, war lange Jahre in Tokio, habe auch für eine amerikanische Investmentbank, der Vermögensverwaltungstochter, gearbeitet als Senior Managing Director und hatte auch viele Aufenthalte in Forschungsinstituten, einschließlich Zentralbanken. Und habe da langsam gelernt, wie das System funktioniert. Das ist nämlich sehr anders, als was in den Lehrbüchern steht. Es spricht sich langsam rum, aber die Wahrheit ist da also ein bisschen schlecht vermittelt, sagen wir mal so. Und ich habe also auch dazu beigetragen, die Wahrheit da ein bisschen weiter zu verbreiten.
Das mit der Wahrheitsvermittlung ist ein gutes Stichwort. Wie wir gehört haben heute von Ihrem sehr interessanten Vortrag, der vom engagierten Publikum auch wirklich aufmerksamst verfolgt wurde, obwohl es ja ein bisschen eine schwierige Materie ist, die Mediensituation dürfte zwischen Großbritannien und Österreich doch beträchtlich unterschiedlich sein. Bei uns ist es so, dass die meisten Massenmedien sehr stark pro EU schreiben und besonders auch nach der Brexit-Entscheidung der Briten diese Entscheidung sehr negativ bewerten und fast eine Art Katastrophenszenario an die Wand malen. In Großbritannien dürfte die Medienlage doch besser sein. Da gibt es offenbar schon Medien, die auch auf Seiten der Brexit-Befürworter sind. Auch vor der Abstimmung hat es das offenbar gegeben. Könnten Sie da vielleicht etwas dazu sagen, näher? Das würde uns interessieren. Es ist ein sehr interessanter Punkt, denn die Medien sind in Großbritannien meiner Ansicht nach auch relativ stark kontrolliert. Ähnlich wie das in Deutschland der Fall ist. Ich habe das gemerkt, weil ich in Japan sehr in den Medien vertreten war. Da ist also, als mein Buch Princess of the Yen Nummer 1 Bestseller war und 6 Wochen lang Harry Potter Nummer 2 verdrängt hatte, da hatte ich also sehr viele Medieninterviews in allen Medien, auch Fernsehen. Und da war also das Resultat, dass nur ungefähr 50% der Interviews von den Redakteuren und den Leuten im Hintergrund gestoppt wurden. 50% sind durchgekommen. Damals dachte ich, das ist ja schockierend. 50% der Stories werden da gekillt, wie es auch so genannt wurde. Als ich dann nach Großbritannien kam und auch meine Erfahrung mit den deutschen Medien, stellte sich heraus, nee, das war eine sehr gute Erfolgsrate. Da sollte man sehr stolz drauf sein. Das heißt, die japanischen Medien sind relativ offen. Ein Grund ist eben sicherlich, dass es alles ja auf Japanisch ist und daher ist es für die internationale Medienzensur etwas härter, da zu arbeiten, falls es sowas gibt, aber anscheinend gibt es da Auswüchse. Also das ist der Hintergrund, dass eigentlich Großbritannien auch relativ kontrolliert und zensiert, es wird also hauptsächlich nur eine Meinung durchgelassen und das war eben interessant, bezüglich Brexit wurden dann doch verschiedene Meinungen zur Geltung kommen gelassen und das zeigt natürlich, dass Entscheidungsträger in Großbritannien nicht sehr abgeneigt waren dem Brexit gegenüber. Es gab natürlich auch viele wichtige, einflussreiche Leute, die wollten eben keinen Brexit, also da hat es anscheinend echt verschiedene Meinungen gegeben und das Volk, die Mehrheit der Bevölkerung war natürlich eher für Brexit, für ein Austreten aus der EU. Aber das hätte man schon mehr manipulieren können. Das war sehr interessant. Das wäre ein wichtiges Thema, das mal zu untersuchen. Vielleicht ja. Medienwissenschaftler, die tatsächlich empirisch und objektiv arbeiten, müssen wir untersuchen, wie das gelaufen ist. Möglicherweise gab es eben verschiedene Meinungen unter den Eliten und Entscheidungsträgern. Oder vielleicht war sogar der Brexit von vornherein eher gefördert. Denn Großbritannien, wie gesagt, verliert ja sehr wenig dabei. Es gewinnt sehr viel dabei. Und Großbritannien als einer der Siegerstaaten nach dem Zweiten Weltkrieg ist ja weiterhin eine Besatzungsmacht in Deutschland. Und als solche hat sie weiterhin, da die Besatzungsstatuten ja noch gelten, doch viele Rechte, die sie sich anscheinend auch nimmt. Sodass es aus dem Grund weiter möglich ist für Großbritannien, wahrscheinlich in Deutschland Einfluss auszuüben. Und die City of London Corporation ist natürlich weiterhin sehr einflussreich in Brüssel. Es ist interessant für uns, wie wir erfahren haben heute, sind Sie der Auffassung, und Sie sind ja da offensichtlich nicht der einzige Ökonom in Großbritannien, der das so sieht, dass auch die anderen EU-Staaten eigentlich wirtschaftlich nur gewinnen können bei einem Austritt aus der EU. Und für uns ist das eine große Ermutigung. Wir sind hier ein Teil der österreichischen EU-Austrittsbewegung, ein unabhängiger Teil und wir werden dieses Thema in Österreich auch massiv weiterverfolgen im Rahmen unserer Möglichkeiten. Und vieles, was wir heute von Ihnen im Detail gehört haben und wir hoffen ja, dass wir die Zusammenarbeit auch fortsetzen können, vermutlich noch weiterhören werden, ist sehr aufschlussreich für uns und wir werden versuchen, das auch in Österreich bekannt zu machen, dass die Lage in England ganz anders ist, als es in unseren Medien dargestellt wird.
Und dass viele der Gründe, nicht alle, aber viele der Gründe, die für den Brexit in England gesprochen haben, auch auf die anderen EU-Staaten zutreffen, insbesondere auch für Österreich, das ja auch ein Nettozahler ist. Ja, natürlich. Also Nettozahler, bei Nettozahlern ja. ist es eigentlich relativ offensichtlich. Ja. Die EU oder die Vorgängerstufen der EU waren sicherlich am Anfang leichter, also verständlicher darzustellen als ökonomisch sinnvoll. Aber ab 1992, 93 mit dem Maastricht-Vertrag, da fing das an, ganz anders zu laufen. Davor ging es ja darum, dass man also einen einheitlichen Markt hat, sozusagen tatsächlich Handelsbarrieren senkt. Das war eigentlich der Grundgedanke. Gut, da gab es natürlich auch im Hintergrund noch ganz andere Gedanken, aber das zumindest wurde tatsächlich gefördert und da gab es sehr viel Zustimmung. Aber ab dem Maastricht-Vertrag ging es ja dann eigentlich um ganz andere Sachen. Erstens die Abschaffung der monetären, der geldpolitischen Souveränität durch die Abschaffung der nationalen Währung, alles schon eben 1992 entschieden mit dem Maastricht-Vertrag an diesem langen Zeitplan, 10 Jahre später, und Einführung des Euro, der als europäische Währung verkauft wurde, aber de facto die Abschaffung der tatsächlichen europäischen Währung, der D-Mark, also verstanden werden sollte. Und diese, also das ist natürlich ein sehr wichtiger Schritt über freie Handel und freie Handelszone hinaus. Das schränkt die Souveränität sehr ein. Es geht aber dann weiter, das Ziel dieser immer enger werdenden Union hat ja einen offiziellen Namen. Es soll eben einfach ein neuer zentraler Staat geschaffen werden. Manche nennen es Vereinigte Staaten von Europa, manche wollen es ein bisschen anders nennen, aber der Name ist eigentlich egal. Es geht darum, die Nationalstaaten tatsächlich abzuschaffen. Und das ist das offizielle Ziel in Brüssel. Wer würde dem tatsächlich zustimmen, wenn das eine Volksabstimmung in ganz Europa gehalten würde? Wollen die Leute das? Natürlich nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, ich habe nie jemanden gehört, der das tatsächlich befürwortet hat. Und das ist eben auch wieder das, was mich immer an der EU gestört hat, dass da immer versteckt Agenden vorangetrieben wurden. Und es wurde immer mit Irreführung gearbeitet. Es wurde nicht ehrlich offen gesagt, wir wollen jetzt bestimmte Sachen erreichen, sondern dieses Ziel, die Staaten abzuschaffen, das wurde ja eher, ja, also es ist zwar nicht geheim, es ist schon das offizielle Ziel, man kann das auch relativ leicht finden, aber das wird nie betont bei den Diskussionen, dass das ja eigentlich das Ziel ist und dass es darum geht. Und das ist eigentlich sehr unehrlich, besonders wenn wir alle wissen, dass das niemand will. Es wird ja immer behauptet, es geht um die Zusammenarbeit der EU-Staaten untereinander. Aber wenn die Staaten abgeschafft werden sollen, dann können sie ja auch nicht zusammenarbeiten, richtig. Sondern es wird einfach über ihre Köpfe entschieden. Viele Leute nicht. Aber wie Sie sagen, es wird zu wenig kommuniziert. Deshalb danken wir Ihnen auch, dass Sie das so offen darstellen. Und wir werden auf jeden Fall in dieser Richtung weiterarbeiten und hoffen, dass dann immer mehr Menschen bereit sind, auch diesen Weg zu gehen. Denn das Angstszenario, das aufgebaut wird, wird bestimmt nicht zutreffen. Und das haben Sie sehr schlüssig heute in einem fast zweistündigen Vortragsabend oder fast dreistündigen Vortragsabend dargelegt. Und ich möchte Ihnen noch einmal sehr herzlich danken. Ja. Danke für die Einladung. Bitte.